Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es nochmal eine Rezension geben und zwar zu einem für mich ganz besonderen Buch, weil er aus einem ganz besonderen bzw. auch ganz neuen Verlag kommt, nämlich Dark Summer Nights von Cosima Kincaid. Und dieses Buch ist aus dem Federherz Verlag. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich Bloggerin für den Federherz Verlag sein darf. Und ja, das ist ein ganz neu gegründeter Verlag. Der wurde von der Jane gegründet. Die Jane, die kennt ihr sicherlich von mir, weil ich schon sehr, sehr viele Bücher von ihr hochgehalten habe. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier für Bloggerin sein darf. Und vor allem auch, dass ich das Buch lesen durfte und jetzt für euch rezensieren kann. Ich möchte gar nicht so lange oder beziehungsweise so viel zu dem Inhalt sagen, weil ich muss sagen, ich habe das Buch auch gelesen, ohne den Inhalt wirklich zu kennen. Ich finde, das ist auch ganz cool. Ich habe mir gedacht, es ist ein kleiner Kurzroman und deswegen, der hat gerade mal 180 Seiten und deswegen auch eine kurze, klitzekleine Rezension. Ja, es geht hier halt um Alexa und ja, Alexa findet da so ein Haus, was irgendwie nicht bewohnt scheint und ja, aufgrund besonderer Umstände bricht sie quasi in dieses Haus ein und denkt, sie ist dort allein, was sie aber nicht ist. Das ist erstmal so alles, was ich zum Inhalt sagen werde, möchte, wie auch immer. Kommen wir zu den Charakteren. Also ich muss sagen, Alexa fand ich ziemlich tough, sehr mutig, so ein bisschen, ja, Badass Girl jetzt nicht, aber ja, die war schon sehr mutig. Ich habe mir schon teilweise gedacht, wow, also das hätte ich mich jetzt nicht getraut, ne? Fand ich ziemlich, ziemlich cool. Ich muss sagen, es gab so die ein oder andere Sache, wo ich mir so gedacht habe, oh mein Gott, wie doof bist du eigentlich? Ich hätte sie am liebsten gepackt und geschüttelt und ihr zugeschrien, dass sie jetzt endlich aufwachen soll, weil es doch nicht sein kann, dass sie sich das da alles so... Ne? Mehr möchte ich nicht dazu sagen, weil sonst spoilere ich euch. Das will ich natürlich nicht. Also so viel zu Alexa. Und dann haben wir Nikolai. Er ist ein Russe. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Ich denke mal, ich spreche es nicht richtig aus, aber okay. Nikolai, oh mein Gott, der ist so, so hot. Der ist, oh, der ist verdammt hot. Ich fand den richtig, richtig heiß. Er ist ein Psycho. Also er ist schon ein Psycho. Er ist irgendwie verrückt und wahnsinnig und kloppt. Aber er ist ein hotter Psycho. Also... ja, ich fand's cool. Ich fand's richtig, richtig cool. Ich muss sagen, es war mal so eine andere Dark Romance-Geschichte. Es ist halt auch Dark Romance. Es war auf jeden Fall mal eine andere Dark Romance-Geschichte. Klar, das ist die ein oder andere Sache, beziehungsweise eine Sache war schon so ein bisschen fragwürdig. Ja, wo man sich so seine Gedanken gemacht hat, das war so ein bisschen suspekt. Aber ich fand es überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Ich fand das ganz cool, weil es ist halt auch nun mal eine Geschichte. Und ja, es hat mir wirklich echt, echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe das wirklich an einem Nachmittag durchgelesen, beziehungsweise nicht komplett an einem Nachmittag, weil ich leider zur Arbeit musste. Ich habe mir so gedacht, komm, fängst mal ein Kapitel an. Ja, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, weil ich dann halt zur Arbeit musste nach der Pause und nicht weiterlesen konnte. Und dieses Buch hat einfach einen Sog. Es hat auch nur 180 Seiten, aber ich glaube, auch wenn es 500 Seiten gehabt hätte, hätte ich es auch in einem Rutsch weggelesen. Der Schreibstil ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wir lesen auch aus beiden Perspektiven, also sowohl von der weiblichen Hauptprotagonistin aus, als auch vom männlichen Protagonisten. Ich fand es ziemlich cool. Ich muss sagen, ich mochte den Nikolai. Ich mochte natürlich auch seine Sicht der Dinge, weil das Ganze so psycho und verworren war irgendwie. Aber ich fand es echt, echt cool. Und ja, ich kann euch dieses Buch echt empfehlen. Es ist so ein... Wie gesagt, es ist halt eine Geschichte, wo so die ein oder andere fragwürdige Sache passiert. Aber wenn man ja nicht so jemand ist, der halt, ja, sag ich jetzt mal so, alles Mögliche auseinander nimmt und was weiß ich was, dann ist es auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte und ich kann jetzt schon kaum erwarten. Es ist so ein kleiner Mini-Spoiler drin und am Ende erscheint dann auch der Bruder von unserem Hauptprotagonisten, um den es auch in einer anderen Reihe geht, auch aus dem Federherz Verlag natürlich. Und ja, also man wird auf jeden Fall mit dieser Geschichte so, so neugierig auf mehr gemacht. Das war ganz schlimm. Ich hätte am liebsten direkt ja, die Jane und die Autorinnen geschüttelt und gesagt, gib mir weitere Geschichten, ich will mehr jetzt sofort, weil es wirklich süchtig macht, weil es irgendwie so komisch und lustig und es war einfach geil. Also ich fand es echt Hammer. Und ja, das soll es gewesen sein von meiner Rezension. Ich habe euch gesagt, kurz und knackig, das war kurz und knackig. Und ja, schaut euch auf jeden Fall den Verlag sehr gerne mal an, weil ich finde,
dass die Jane da was ganz, ganz Tolles gezaubert hat und da werden echt richtig gute Bücher erscheinen mit echt tollen Autorinnen und es macht total Spaß, die alle auf Instagram zu verfolgen und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!